Bei unserem Eintreffen war ein Reisebus auf einen vorausfahrenden LKW aufgefahren. Im Reisebus waren zwei Personen eingeklemmt. Bei einer Person war vom Notarzt der Tod festgestellt worden, sodass wir uns zunächst auf die technische Rettung der verletzten Person konzentriert haben und im zweiten Schritt dann die Leiche geborgen haben. Darüber hinaus hatten wir 30 verletzte Personen, wo wir auch den Rettungsdienst in der ersten Phase im Bereich Betreuung unterstützt haben. Die Rettung und der Bergung der Personen verlief unproblematisch. Es wurde zunächst eine Versorgung durch den Rettungsdienst durchgeführt, danach kam dann die technische Rettung und das gestaltete sich ohne größere Probleme. Weil die Einsatzlage, der genaue Unfallort am Anfang nicht klar war, sind die Feuerwehren Ettlingen und Karlsruhe parallel alarmiert worden. Wir waren mit 24 Kräften, das heißt mit 26 Kräften der Feuerwehr Karlsruhe vor Ort und mit 24 Kräften der Feuerwehr aus Ettlingen. Darüber hinaus war der Rettungsdienst mit ca. 30 Fahrzeugen und 60 Mann vor Ort. Zusätzlich drei Rettungshubschrauber aus Karlsruhe, Mannheim und Leonberg. Es hat insgesamt zwei schwer verletzte Personen gegeben, die wurden mit Rettungshubschraubern abtransportiert. Die leicht verletzten Personen wurden mit Rettungswagen und Mannschaftsbussen zur Klinik transportiert. Sie wurden hier und auch im Klinikum auch von Notfallseelsorgern betreut.